Und da bin ich ein letztes Mal jetzt für euch, also nicht ein letztes Mal jetzt insgesamt, sondern das ist die letzte richtige Guide-Folge, die ich geplant hatte. Danach werden dann immer mal so ein bisschen bei Cubadats mir einfach angetan, so ein paar Kampftipps, Tricks und sowas kommen oder auch mal neue Biome, die ich gefunden habe. Da habe ich zum Beispiel jetzt ein Lava-Biom gefunden, den wollte ich auch nochmal mit vorstellen. Oder coole Bosse, Monster, die man findet, kann ich auch mal mit vorstellen. Leider habe ich das eine Video gelöscht, aber mal gucken. Auf jeden Fall, dazu wollte ich noch ein letztes Mal sagen, Tipps und Tricks zum Level-Looting, zum Leveln oder zum Lootings oder zum Coinsammeln. Dazu bleibe ich jetzt einfach mal hier stehen in dieser idyllischen Gegend und erzähl mal ein bisschen. Also, es gibt ja drei Dinge, die bei Cubeworld sehr wichtig sind. Geld, Level und, Gegenstände. Wenn ihr leveln wollt, ganz einfach, es ist ganz simpel, ich kann mal auf die Karte gehen. Wenn ihr leveln wollt, ist es ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall von einem Schwert zum anderen zieht, denn Schwerter geben meistens bis an die 300 bis 400 XP, manche geben sogar noch mehr. Darum ist es wichtig, die Schwerter durchzumachen und auf dem Weg so viele wie möglich normale Quests, also die Quests ohne Schwerter mitzunehmen, weil auch die geben eine ganze Menge XP. Allerdings nur, wenn es sich um Quests mit Monstern handelt. Normale Quests mit Menschen, also wie zum Beispiel Canyons oder sowas, wo sich Menschen drin befinden, sind nicht so ergiebig, da diese eher sich aufs Geldlooting beziehen, da wo wir gleich jetzt dazu kommen werden. Und zwar, Geldlooting ist ganz am besten zu machen in Canyons oder in Burgen und Schlössern, die nicht auf der Karte angezeichnet werden, denn da kann man eine ganze Menge Geld machen und vor allen Dingen kann man da viele, viele Items bekommen. Item-Looting, Geld-Looting ist an sich dasselbe. Daher, wenn ihr viel Items haben wollt, viel Geld haben wollt, dann müsst ihr einfach nur auf der Karte rumrennen, dann ist das hier vielleicht nicht unbedingt das Perfekte für euch, denn diese Schwerter beziehen sich hauptsächlich darauf, wenn ihr XP haben wollt oder wenn ihr Platinum-Coins haben wollt. Geldlooting macht man sich besser, wenn man einfach durch die Welt läuft und solche Orte sucht. Level-Looting ist halt an diesen Schwertern am allerbesten. Und halt alles, was man zwischendurch so findet, mitnehmen. An sich kann man es gut kombinieren, indem man einfach nur von einem Schwert zum anderen rennt und alles, was im Weg ist, mitnimmt. Komplett einfach mitnimmt. Wenn ihr Bogenschütze seid, noch ein kleiner Tipp, geht ins Meer. Bogenschützen sind im Meer unschlagbar beim XP-Looten. Zum Beispiel könnt ihr euch den Crossbow einpacken, mit dem könnt ihr bei Rechtsklick für jeden Klick, den ihr drauf macht, einen Angriff starten. Das heißt, umso höhere Klickfrequenz, umso stärker eure Angriffszahl. Das ist schon ziemlich overpowered. Wenn ihr da im Meer seid, könnt ihr ruhig rote Gegner angreifen, bevor die euch erreichen. Wenn ihr eine hohe Klickzahl habt, sind die längst tot und ihr kriegt XP ohne Ende. Funktioniert leider auch aber nur beim Bogenschützen. Okay, das war's erstmal für heute, für dieses Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mal ein Like oder schreibt in die Kommentare, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr wollt, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Ich mache gerne alles zu Cubeworld, ich kenne mich eigentlich recht gut aus. Ich werde noch ein paar Specials raushauen zu Cubeworld, einfach weil es gerade so ist. Und wir sehen uns dann im Let's Play, da könnt ihr ruhig mal vorbeischauen, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Da wird alles erklärt. Und da gibt es ab Folge 11, so mal ein kleiner Tipp von mir, auch richtig geile Together-Action von mir und Wolke. Müsste eigentlich schon draußen sein, Folge 11, wenn die Folge draußen ist. Also bis dahin sage ich mal Tschüss, bis dann.